Ich zeige euch eines jetzt. Das ist eine olympische Goldmedaille. Oh, dass ich sowas in der Hand habe. Nein, das ist jetzt kein Witz. Das ist eine olympische Goldmedaille. Und der Gast, der jetzt kommt, hat 4 davon gewonnen. 4 olympische Goldmedaillen, 7 Weltmeistertitel. Und wer hat gestern Biathlon auf Schalke gesehen? Und wer hat den Sven Fischer gesehen? Gestern Abend war er noch auf Schalke. Jetzt ist er da, Sven Fischer! Also es ist keine Frage abgesprochen, ne? Nichts. Ne? Alles spontan. Und ich bin deshalb auch ein bisschen nervös. Es ist der erste Olympiasieger oder Weltmeister, der im Markushaus ist. War schon mal jemand da? Ein Weltmeister oder nichts. Ne? Damals er war der erste Olympiasieger, der durch Lüngershausen bis vorher. Ich habe heute früh schon gesagt, ich bin froh, dass ich nicht geschneit habe, da hat es nicht so gerumpelt beim Kürzen. Lüngershausen ist dieser letzte Ort. Hat man es immer nicht? Nein, ein Schneedecker, alles bei mir. Super, ne? Man kann sich es immer nicht vorstellen, so Hansi Manzis. Man könnte als Biathlet hier, wie muss man sich das vorstellen? Ja, man fliegt lange mit dem Flugzeug, geht man irgendwo hin und dann landet man irgendwo im Wald. Und dann heißt es ja, hier geht jetzt was ab. Und das ist alles natürlich, das Öl und das Gas ist das natürlich eine sehr, sehr reiche Gegend. Aber alles, was dort stattfindet, alles, was dort ist, ist künstlich schnell hochgezüchtet. Aha. Da ist nicht so eine Tradition. Ja, da müsst ihr dann durch die Wälder rennen, ne? Dann müsst ihr durch die Wälder rennen. Gott sei Dank gibt es Fernsehen, dann kann das jeder verfolgen. Ja, genau. Ansonsten sind wir ganz alleine. Aber ich hab mit Lüngershausen keine Bedenken, wenn jemand mit dem Gewehr durch dunkle Wälder rennen muss, dann kommen auch mit dem Auto mal durch Lüngershausen fahren. Mit einem Wasser gewaschen, jawohl. Ich sag mal, es gefällt mir sehr gut in Wagolshausen. Er liegt in Wagolshausen noch voll, mal wenn ich behandle. Wenn es nur nicht zu Holstein gehören würde. Und der Plan ist jetzt, Sven Fischer schießt jetzt mit einer Stehschleuder, mit einer originalen Röhner Stehschleuder aus Waldberger Holz, Sensegummi, schießt er jetzt auf diese Scheiben. Sie sind deshalb so hoch, weil wir keinen anderen Ständer haben. Also du hast jetzt die Wahl, nein, Moment, nein. Du kannst dich auf den Stuhl stellen, da bist du ungefähr in Zielscheinhöhe. Da haben wir aber kein Gelände gebaut, obwohl wir in Deutschland sind. Ne? Das ist die Schlagzeile, stelle ich mir schon wieder vor. Sven Fischer bei Bierathlon vom Stuhl gefallen. Und die Leute alle sagen, na, das ist Kiruna, vorher 4 Gläser Bohle gezogen. Und er schießt jetzt auf diese Scheiben. Ich habe gesagt, Ansgar, stell doch ein paar Dosen hier und wenn er trifft, fällt die Dose und nichts. Da müssen weiße Scheiben auch, wenn er trifft, müssen die nur noch fallen. Und dann ist hinten der dunkle Vorhang, dann ist die Scheibe schwarz. Also ist jetzt halt umgekehrt. Ne? Normal warst du ja immer froh, wenn du nur noch weiß gesehen hast. Jetzt ist es umgekehrt. Ja, Sven Fischer hat
ist die Welt. Ne?